Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und ja, mit mir dabei die Brain. Hallöchen! Und wir spielen eine neue Runde Minecraft und wir müssen euch ein kleines Geständnis machen. Wir hatten nämlich einen kleinen Creative-Unfall, sag ich jetzt einfach mal. Also es sieht schon ein bisschen anders aus, wie zum Beispiel das Dach da oben ist mittlerweile drauf. Ja, hat sich halt angeboten, weil das hätte wirklich mal mindestens 10 Folgen in Anspruch genommen, dieses Dach da oben drauf zu machen. Weil wir auch überhaupt erstmal gucken mussten, wie wir das hinkriegen. Sieht jetzt noch nicht so schön aus, aber es ist wenigstens selbst gemacht. Genau, man sieht es auch. Also den Flugmodus haben wir gebraucht vom Creative-Modus. Das Holz haben wir natürlich vorher selbst gefarmt. Ich zumindest. Du warst ja da nicht dabei. Und wir müssen euch noch eine Das Kleinigkeit stimmt. zeigen. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon gesehen hast. Denn hier hinten, unser Weg ist schon mal ein bisschen fertig. Der da hochführte. Noch ein paar Ja, Bäumchen doch, dabei gepflanzt. den habe ich gesehen. Den hast du schon gesehen. Den habe ich gesehen. Ah. Es ist. Das ist Was? jetzt nicht dein Ernst da unten, oder? Oh, der guckt doch so lieb. Oh. Das ist gut, dass das vom Wasser abgefedert wird. Eindeutig. Ernsthaft jetzt? Entschuldigung. Nee, ich komme da einfach so nicht drüber. So. So. Okay. So geht's auch. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen durchgebaut. Das heißt. Da schwimmen Schweine. Ja. Ja, natürlich. Wenn wir nicht alles euch zeigen, was wir hier bauen, dann sorry einfach, aber das hier, alleine das hier, dieser Weg hier hoch mit den Bäumen und habt ihr nicht gesehen, alleine das war ein Aufwand von 2 Stunden, glaube ich. Ja, das könnte gut hinkommen. Ja, und 2 Stunden zugucken, wie wir ständig was bauen und wieder abreißen, ist, denke ich mal, auch nicht so spannend. Mal gucken, ob wir hier nochmal einen besseren Blick auf. Ja. Ja, wie gesagt, ist unser erstes Häuschen. Das werden wir. Oh, da sehe ich sogar gerade noch einen Fehler. Oh, Egal. er sieht einen Fehler. Da gucke ich jetzt, nein, gucke ich jetzt nicht hin, da mache ich jetzt nicht weiter, denn wir haben hier oben ja auch eine Kleinigkeit vor. Denn hier oben, das wollten wir Ja. platt machen und wollten hier ja, Ich komme nicht hoch. Ah, nein. Ah, einmal. wollten hier ja eigentlich erst ein Häuschen noch hinsetzen, haben uns dann aber gedacht, vielleicht können wir hier einfach auch irgendwie einen Brunnen oder eine Statue oder so einen Aussichtspunkt hinmachen. Oder, ja, keine Ahnung. Ein Turm ginge auch noch. Wobei der Turm vielleicht da drüben auf dieser fliegenden Insel auch gar nicht so schlecht aussehen würde. Jetzt ist natürlich hier alles zugewachsen. Das sind die Bäume von unten, glaube ich. Die wurden dann doch Ja. plötzlich ein bisschen größer wie geplant. Ja, das war super. Mann, Mann, Mann. Da, Nee. da, da. Nur, dass Oh, ihr ist euch das eine jetzt nicht geile hier wundert. Aussicht. Nur, dass ihr euch jetzt hier nicht wundert, warum plötzlich Sachen hier sind, die in der letzten Folge noch nicht da waren. Ja, wir haben es ein bisschen ohne euch. Schande über unser Haupt. Ja, da werde ich ganz emotional bei. Ganz voll. Okay, also wir wollten jetzt hier oben machen, wa? Ja, würde ich sagen. Okay, ich gehe mal eben, damit wir nicht ständig laufen müssen, beziehungsweise ich nicht ständig laufen muss. Was ich, also, ich hole mal eben ein paar Äxte und so hier hoch. Ja, das habe ich gerade eben schon gemacht. Ich habe nämlich nur noch eine in petto und die ist bestimmt auch schnell weg. Ja. Und wir müssen auch irgendwo mal zusehen, dass wir unten in die Höhlen reinkommen, dass wir noch mal ein bisschen Eisen, was heißt noch mal, dass wir überhaupt mal ein bisschen Eisen bekommen. Oh ja. Für bessere Werkzeuge, die halten dann noch länger. Und, Ich hoffe, dass da bin ich dann ein bisschen intelligenter bei als zum Beispiel die Aktion mit dem Skelett. ach so, ja. Ja, das ist eben das Problem unter Tage. Wir dürfen da wirklich nur so wenig mitnehmen wie irgendwie möglich. Weil wenn wir da unten irgendwie sterben, du verlierst alles aus deinem Inventar. Es gibt zwar eine Mod dafür, wo das dann alles in eine Truhe wandert, anstatt da wild verstreut rumzuliegen. Aber da wäre ja auch ein bisschen der Spaß nicht mehr dabei. So, der Nervenkitzel. Man kann etwas Ja. verlieren, oh mein Gott. Ja, das stimmt. Da geht man automatisch ein bisschen zaghafter mit seinem Zeug um. Kann ich mir vorstellen. Ich überlege gerade, ich glaube.
Mach gerade noch mal ein bisschen was hier. Was möchtest du An denn machen? Werkzeug. Ach so. An Werkzeug meine ich jetzt. Ich glaube, das Ja. wäre intelligent. Ich glaube, in der Truhe liegt auch noch ein bisschen was. Hol erstmal das raus, weil das meistens noch Holzwerkzeuge sind. Ja, klar. Holzschaufeln hole ich hier gerade noch raus. Also, ist auch noch eine Holzaxt. Ja, interessant. Wir hätten uns auch einfach schnell hier oben eine Working Bench hinbauen können. Ja, hätten wir auch tun können. Ich glaube, ich müsste sogar noch eine. Nee, ich habe keine mehr im Inventar. Da habe ich die unten schon wieder abgebaut. Ich hatte nämlich unten im Tunnel. War das in der Folge drin, dass ich mir unten im Tunnel eine Working Bench hingestellt habe? Ich weiß es schon gar nicht mehr, was in der letzten Folge drin war. Ich weiß das ehrlich gesagt gerade auch nicht. Ja. Also die Bench steht auf jeden Fall nicht mehr da unten. Die hätten wir gerade eben gesehen, aber wenn man drüber gestolpert. Ich stand nämlich mitten im Weg. Ist ja Hätte mich jetzt irgendwo gerade auch Wurst ehrlich jetzt gesagt. gerade. Ja. Irgendwo wird sie wieder auftauchen. Irgendwo hier auf dieser Karte steht eine Working Bench. In 300 Folgen kommen wir an ihr vorbei und denken uns so, what? Wo kommst denn du her? Moment, war da nicht mal was? Ah ja, genau so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir die Bäume da stehen lassen. So, jetzt habe ich mein ganzes Inventar voll mit Dingern, da muss ich, also mit Werkzeugen, da muss ich jetzt noch mal ein paar wieder ablegen. Das ist nicht gut, weil muss ja auch noch was looten können, Ja, ne? deswegen muss ich auch ein paar wieder ablegen. Mal die Schaufel da rein und die Schaufel da rein. Die Schaufeln habe ich ja jetzt Holz noch 4 Stück, dann könnte ich vielleicht Steinschaufeln ja da reinlegen. Ja, bo Ich finde es mir übrigens sehr gut, das muss ich jetzt gerade mal kurz so zwischenbei sagen, wie doch das Feedback bei diesem Projekt ist. Obwohl da schon ja. so viele Leute machen. Also ich finde das echt schön, dass sich wirklich noch Leute dafür interessieren. Aber wobei auch einige Leute gesagt haben, okay, wir gucken es halt einfach nur, weil ihr das so gut kommentiert oder so schön kommentiert. So gut möchte ich mich jetzt nicht rausnehmen. Das ist auch was Schönes fürs Ego. Das ist auf jeden Fall super gut fürs Ego. Jo. Sag mal, glaub, hier Ja. fehlt. Oder ist das extra? Was ist Dass hier extra? die Stufen einmal irgendwie nur ein Block sind. Das ist extra, um damit die Brücke komplett bis, oder diese Stufen komplett bis hinten hochgehen. Okay. Dass sie so ein bisschen weiter sind. Okay. Ich habe hier oben schon mal ein bisschen gerodet. Das ist schön. Diese Ecke gefällt mir noch nicht so. Oh ja, ist ja schon weit gekommen, das finde ich gut. Ja, jetzt ist nur die Frage, was wir hier hin pflanzen. Oh, das sollten wir hier nicht. Das ist ein Oh, doof. Berg, der bestehen bleiben sollte eigentlich. Ein Berg, ein Baum. Oh, sag das doch. Gerade mal am Schauen. Nee, da machen wir jetzt nichts mehr hin. Da wächst schon noch was nach. Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht, wachsen Bäume normal weiter, wenn man denen was abhaut, hier in diesem Spiel? Eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also. Also ich weiß, dass man zum Beispiel im Creative-Modus kann man diese Dinger nachpflanzen, so also nach. Gut, du kannst sie hier auch ernten, sobald du eine Schere hast. Dann gehen die nicht kaputt und kannst sie woanders hinsetzen. Ach so. Weißt du, was mir Wie gerade macht man denn auffällt? Sch was? Wir wollen hier oben was bauen, aber ich habe irgendwie keinen Stein dabei. Ich habe 25 Pflastersteine dabei. Okay. Ja. Wie genau stellst du dir das jetzt hier vor? Soll ich das hier noch weiter? Nee, ich hab's nur da bis dahin mal durchgezogen. Okay. Ich habe mir noch ehrlich gesagt gar nichts hier oben vorgestellt, also. Ich weiß, super Gut. vorbereitet. Aber es wird eh schon wieder dunkel. Hey, guck mal, es wird schon wieder dunkel. Das war natürlich geplant, dass wir jetzt am Tag erstmal hier oben alles wegfahren und uns jetzt erst unsere Materialien holen. Genau das. Wuhu!
Cliffdiving. Okay. Da hat jemand Spaß. Das ist schön. Was könnten wir denn gebrauchen für da hinten? Erde und Knochen. Auf jeden Fall Haben wir mal einen eigentlich Haufen noch? Stein. Die Platten nehme ich auch mal mit. Wir haben hauptsächlich Pflastersteine irgendwie, ne? Ja, das ist auch dieser normale Stein, den du abgehauen hast. Das sind Pflastersteine. Okay. Jetzt natürlich die Frage, was wollen wir denn da oben hinbauen? Sag mal was. Gut, wenn wir eine Statue bauen wollen, ist natürlich die Frage, was für eine Statue? Ja, Statue ist, glaube ich, erstmal zweitrangig. Ich sag's mal so, zu wenig Platz da oben, um das zu Okay. verwirklichen. Weil du musst ja irgendwie eine Form reinbringen, ne? Ja, klar. Ich komme erstmal ins Bett. Bin im Bett. Ich weiß. Ich komme erstmal ins Bett. Ach so. ja. Aussichtspunkt? Ja. Aussichtspunkt? Ich weiß nicht, Aussichtspunkt finde ich irgendwie Ja. nicht. Wir können das da oben auch einfach erstmal als Durchgang machen, können uns später dann entscheiden und drüben erstmal rüber baggern auf diese andere Seite. Da wo, wir haben keinen Kies mehr, doch wir haben noch 36 Kies, ist auch ein bisschen wenig. Auf diese Soll ich fliegende mal ein Insel. bisschen Kies suchen gehen? Kies suchen? Weißt du was? Warte mal. Wir gehen jetzt mal auf Höhlenexkursion. Brauchen wir da nicht vielleicht noch ein Schwert? Ja, Schwerter stelle ich gleich her und. Okay, vielleicht noch ein paar mehr Fackeln, das wäre noch super. Ah, so. Okay, dann werde ich aber die Werkzeuge mal hier in die Truhe wieder tun. Ups. Ach so, ich kann ja. Warum können wir eigentlich nicht handeln? So, Oh, ich habe noch 12 Keys. Dann tue ich mal die. Ich hab dir da mal Fackeln gerade hingeschmissen. Was brauchen wir noch? Ich würde uns auch noch ein paar Leitern, wo ich ja gerade eben nachgeguckt habe, wie Leitern funktionieren. Aha. Aha. Was für ein Zufall, dass wir die jetzt gerade, just in diesem Augenblick, dann brauchen. Ja, hör mal, das ist unglaublich. Ja. Das nenne ich Planung. Das Eichenholz nochmal da rein und oh, ich habe ja noch. Oh, ich So. Ach so, Schwerter wollte ich Wo uns auch sind noch denn die mal. Fackeln, die du mir da hingeworfen hast? Müssten schon wieder in deinem Inventar sein. So, okay. 11 Stück, ah, 64 Fackeln, okay. So. Glaube, so viele hatte ich vorher nicht mal. Da hast noch zwei Schwerter. So, Apfel, dann tue ich das die Eier mal da rein und die Birkenholzdinger. Ja, wir sollten trotzdem was mitnehmen, was irgendwie Nahrung noch. Ja, aber Eier bringen uns da nichts. Ich Ja. habe noch 4 Äpfel. Oh, ich sollte auch welche davon essen. Dass uns Upsa. Eier nichts bringen, das habe ich schon gemerkt. Das hat man mir auch, glaube ich, gesagt. Und man hat mir auch gesagt, wofür Eier gut sind. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist gut. Nicht wirklich. Aber hey, man wird auch nicht jünger, ne? Äxte brauchen wir jetzt eigentlich da unten überhaupt nicht. Ich habe keine Äpfel mehr. Ich war gerade fast am Verhungern. Ich glaube, im Ofen ist noch was. Wir das mitnehmen? Ja. So, die lege ich jetzt noch hier Pack ab. das einfach mal ein. Oder hast du noch was zu essen? Ich habe noch zwei Äpfel. Warte, dann machen wir. Hier sind auch 4 gebratene Schweinefleisch. Ich tu die mal. Ups. Nee. Ich tu die mal hier. 2 Stück in die Kiste rein. Dann hat jeder 2. Super. Ich stelle uns, glaube ich, gerade flink noch mal ein Soll ich paar vielleicht Spitzhacken zur her. Vorsicht nochmal ein Schwein schlachten gehen? Wäre vielleicht gar nicht so blöd, ja. Okay, dann mache ich das mal eben. Dum, 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 dum. Uhu! Ja.
Jetzt kommt wieder Brain, die große Jägerin. Okay. Gerade ein bisschen Angst. Hier ist ein Schaf, ich glaube, das bringt nicht viel. Hier Schwein ist besser. in der einen Truhe sind noch zwei Spitzhacken drin, ne? Stein. Die solltest du vielleicht auch noch dann mitnehmen. Und dann ist die Frage, in welche Höhle wir gehen. Also da hinten sind ganz viele Monster, das weiß ich schon mal. Die sind ja alle da hinten rausgekommen. Hier vorne ist noch eine Höhle, da oben sind noch ganz viele Höhlen und ja. Wo ist es denn? Oh, ich habe hier auch noch eine Höhle gefunden. Wo ist hier? Wenn du bei den Bäumen, bei unserem Baumdings weiter hinten durchgehst. Nee, das ist mir zu weit. Ja, hier sind zwei Höhlen, habe ich sogar gefunden. Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir dann irgendwann mal wieder hierher finden, ne? Ja, und ich habe da oben ein Ei gefunden. Ja, die verlieren die überall. Ja, auf Bäumen. Ja, das sind die Okay. Flughühner. Kennst du, weißt du. Flughühner. Okay. Gut, ich werde da mal eben das Schweinefleisch braten. Ich guck dir zu. Gibt nichts Be Hallo? Knall mir nicht die Tür vor der Nase zu. Es gibt nichts Besseres wie eine Frau am Herd. Und mal gucken, ob du das auch richtig machst. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr Feuer drunter. Ja, kein Holz mehr. Verdammt. Warte. Ach komm. Ah. Ich habe einfach mal das brennende Holz aus dem Ofen rausgenommen und habe Neues reingetan. Auch gut. So wie das sein muss. Okay, ich habe uns jetzt hier noch sechs Schweine. Filets gebraten oder bin ich gerade bei? Mit meinen wunderbaren Kochkünsten. Ich bin ja so begabt. Ist klar. Ja. Ich gehe schon mal gucken, ob der Eingang zu der Höhle einigermaßen monsterfrei ist. Da hinten ist eine Spinne. Aber die sollte uns jetzt, glaube ich, nicht tangieren, oder? Ups. Nö, die ist da hinten schön im Schatten. Ich traue mich auch nicht näher daran zu gehen, weil dann schießen sie wieder aus allen Regionen. Darum ist Kohle. So, in der Kiste ist noch viel gebratenes Schweinefleisch für dich. Hopp, hopp, hopp. Wo bist du? Ist schön, dass das jetzt in der Kiste liegt. Ach so. Hätte ich sie mitbringen sollen? Jetzt bin ich schon wieder selbst da. So. Tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Ich laufe ja gerne. Na dann. Da. Ach Fleisch. so, da war noch. Oh. Hast du gesagt, da war noch Dinger hier? Zacken von mir. Ja, in der anderen Truhe. Boah, diese Folge ist, glaube ich, unheimlich langweilig. Ach Hätten wir uns was. auch ruhig mal vorher überlegen können, was wir machen. Gut, der Plan war ja eigentlich da oben was hinbauen. Ja, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich voll wenig Material haben. Ja, korrekt. Ja. Vielleicht finden wir da unten jetzt auch was. Genau. Also so ein Also ich habe bisschen. jetzt, weiß wieso habe ich vier gebratenes Schweinefleisch? Keine Ahnung, ich hab sechs. Oh. Was? Egal. Gib mir noch mal ein bisschen was vom Schweinefleisch hier rüber. Wie trenne ich die? Ach so. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir beide fünf. Dankeschön. Bitteschön. So, hier vorne geht nämlich direkt eine Höhle rein. Postwendend. Uhu. Upsa. Kommen wir gerade mal. Ja, toll. Das hat jetzt viel gebracht. Okay, gehen wir in eine andere Höhle. Falsche Höhle. Ach komm, wir durchsuchen die hier hinten. Da ist ein Bogenschütze. Durchlöchert mich nicht wieder mit Pfeilen. Da müsste irgendwo auch eine Spinne sein. Autsch. Arschlochsau! Oh, wie kann der denn aus der Seite rausschießen? Den Fehler. Hier war irgendwo noch eine Spinne.
Ja, die suche ich auch gerade. Ich habe sie eben zumindest gesehen. Auch. Mal hier Licht machen. Egal, komm, gehen wir mal hier neben rein. Ich habe Angst. So dunkel. Da unten. Ist Ach, hier sind Pilze. cool. Scheiß Pilze, Holzstilze. Das, wenn die. Dann gibt's demnächst Pilzragout. Wow, bin ich runtergefallen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Es soll wohl auch Pilzkühe irgendwie geben. Ja, habe ich im Kreativmodus auch gesehen. Da kann man Pilzkühe Ah. erschaffen. Oh Gott, bis ich mein Schwert hab. Meine Fresse. Oh, Eisen. Ah, da vorne. Ist schön. Alles voll mit Eisen. Und ich höre noch irgendwo ein Skelett. Ah, ich sehe auch, wo es ist. Ah! Sausack. Wow! Oh, no, ein Zombie. Ah! In your face, bitch! Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen Eisen abbauen. Ja. Ich werde gerade mal die Höhle ausleuchten. Oh Gott, hier hinten ist ja auch noch mal Eisen. Das ist doch super. Alles Haben wir voll doch hier. direkt. Alles voll hier. Ich wurde schon wieder getroffen. Wo bist du? Ich sehe ihn. Da. Sausack. Ich labert Falsche hier was so. Nachbarschaft, mein Freund. Falsche Nachbarschaft. Echt mal voll. Wuhu. Ernsthaft? Kaputt. Da ist noch irgendwo ein Zombie? Ja. So. Okay, Und haben wir ich hier höre noch doch immer irgendwo noch eine Spinne. Ah, ich sehe was? sie auch. Cool. Also. Da oben. Sie Ah, kann da irgendwie der. nicht runterfallen, aber der Zombie kommt runter. Ach, Wir was haben noch war's? keinen Bogen oder so. Nee, den kann man sich aber herstellen. Soll ich der Spinne mal helfen, hier runterzufallen, damit die endlich mal weg ist? Hier kommt schon wieder irgendwo ein Ah, Bogenschütze. wo ist denn hier schon wieder was? Da oben ist ein Skelett. Ich komme! Ah. Oh, okay. Ah, sie ist da! Oh, wow. Fuck you. Auf jeden Fall immer gucken, dass deine Ausdauer möglichst weit oben ist, dass du auch regenerierst. Kann man die Pilze eigentlich so essen? Ich weiß nicht, probier's aus. Nee, kann man nicht. Man kann sie nur wieder pflanzen. Für irgendwas müssen die gut sein. Wahrscheinlich kann man die einkochen, irgendwas anderes draus machen. Hier ist auch noch ein Haufen Kies. Oh, da kommt schon wieder ein Ja, Skelett. macht man das mit Schaufel oder macht man Ja, das Kies ist so? mit Schaufel. Ah. Oh, ich habe einen Bogen. Cool. Sogar, ich glaube, das ist sogar ein Verzauberter. Stärke 1 Verzauberung ist drauf. Ich habe hier einen Pfeil für dich, warte. Ich werde ihn jetzt nicht benutzen, weil er schon so gut wie aufgebraucht ist. So, okay. Was wollte ich? Ach ja. Kies. Was? Kies wolltest du. Nee. Kies, genau, Kies, ja. Hab ich aber eine Schaufel für. So, wo haben wir denn das Kies da? So. Uhu. Oh, wir überziehen schon wieder. Wenn wir Ach, was schon wieder. können, dann überziehen. Überziehen ist immer gut. Eindeutig. Upsa. So, gerade mal hier noch. Da sind wir wahre Meister drin. Das bringen wir wirklich noch zur Meisterschaft, mein Lieber. Ja, Folgen überziehen. Ja, liebe Leute, es war aber auch gerade aufregend hier. Wir hoffen, es hat Ja, euch voll. gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.